Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Sims 4, beim siebten Teil schon. Die Zeit rast ganz schön. Und wo will der jetzt schon wieder hin? Ach, sie will duschen und deswegen hat sie ihn jetzt rausgeschmissen, oder was? Gott, oh Gott, ist das schlimm. Hans muss in circa einer Stunde zur Arbeit. Oh, passt ja, dass er gerade duscht. So, Duschparty hier. Du. Pfeifen erstmal alle. Jetzt ist hier eine Duschpfeifparty. Jeder pfeift und jeder duscht. Ah, das ist Schild, wo wir es letztes Mal aufgehört haben. Das kann er ja gleich nochmal ansehen, wenn er hier fertig ist mit Duschen. Hat ja dann noch 40 Minuten Zeit. Ah, und sie ist gerade einfach mal durch die Tür geglitscht. Und er hinterlässt ihr erstmal schöne Pfütze. Er läuft aus um die Tür herum, aber sie glitscht erstmal voll durch die Tür durch. So, einmal nach unten. Was hier los ist? Es ist Dienstag. 1:30 und hier sind 5000 Leute unterwegs. Die größten Sportler der Welt mit Flüssignahrung beliefern. Hans muss schnell sein, um deren Durst zu löschen. Wenn er versagt, versagt das ganze Team. Nächste Beförderung, Umkleideaufseher. Boah, das ist bestimmt auch spannend. Energiegeladen, er ist selbstsicher. Naja, passt nicht so ganz. Ja, er schaut sich jetzt gespannt dieses Schild hier an. Wo es auch so extremst viel zu sehen gibt. Hier ein roter Sportler. Ja, und er läuft jetzt in Richtung Arbeit. Mach dich zur Arbeit. Zeit für die Arbeit. So. Sie ist auch an der Arbeit. Komm, sie gibt mal hier ein bisschen Gas. Und er? Ist er noch da? Nee, ich komme jetzt erstmal nach Hause. Da. Aber erstmal muss dieser Ladebildschirm kommen. Was denn sonst? Du. So, und jetzt bin ich zu Hause. Und natürlich ist keiner da. So, er gibt auch mal bei Boss einschleimen. Nee, wir arbeiten erstmal fleißig. Und spulen hier ein bisschen vor, dass seine Frau endlich nach Hause kommt. Die Maria. Getränkeknappheit. Das Spiel fängt bald an, aber die Lieferung des Sportgetränks Powerwim ist nicht eingetroffen. Soll Hans einfach Wasser servieren oder improvisieren? Er serviert einfach mal Wasser. Was? Gutes altes Wasser. Rein, zuverlässig, flüssig. Die Hydra... Die Sierung hat doch prima geklappt. Läuft doch. Läuft bei dir. Rackel. Maria hat heute 128 Euro mit nach Hause gebracht und da läuft irgend so ein scheiß kleines Kind. Olivia, Spencer, Kim Lewis. Oh mein Gott. Also was braucht sie jetzt? Sie muss mal aufs Klo. Kann sie gerne tun, wenn sie will. Hat sie irgendeine Tagesaufgabe? Berichte ausfüllen. Die muss sie natürlich dann ausfüllen. Webkontakte, Programmieren, Schreiben, Haushalt? Nein. Karriere? Nein. Spiel? Nein. Web? Da. So, dann füllst du jetzt erstmal Berichte aus, damit du damit auch noch fertig wirst heute. Und wir spulen mal hier so ein kleines bisschen vor. Wann kommt denn er aus der Arbeit zurück? Um 21 Uhr. Na, das geht doch. Und danach isst er erstmal eine Runde. Aber sie wartet, bis er zu Hause ist. Denn sie muss erstmal diese scheiß Berichte ausfüllen. So, ein bisschen vorspulen. Tram. Wie spannend das immer ist. Huch, wer läuft denn da? Da läuft jemand. Eine alte Dame. Und noch jemand. Will die hier vorbeihuschen? Was macht der denn da? Ruckel. Lauf. Und sie ist konzentriert, was? Zahlen, weil Bericht ausgefüllt hat. So, dann machen wir jetzt mal ein bisschen langsamer. Und dann schaut sie mal eine Runde den Kochkanal. So, und wenn er zu Hause ist, dann öffnet er mal den... Kühlschrank. Oder macht gar nichts. Ich habe gesagt, du sollst Fernsehen gucken. Befördert zu Umkleideaufseher. Da ist er ja wieder.
Ach, da ist gar nichts mehr drinnen. Naja, so geht's auch. Dann muss sie jetzt erstmal eine Runde... Ja, dann Armin erstmal eine Runde Abendessen servieren. Macaroni mit Käse, Grillkäse oder Gartensalat. Komm, wir machen jetzt einfach mal hier einen schönen Salat. Einen schönen Salat für den Mann. Und er setzt sich erstmal vor die Glotze und guckt Fernsehen. Theoretisch muss er nur einen Sportkanal schauen. Den gibt es bestimmt auch hier irgendwo. Hat er es bald? Sportkanal, sag ich doch. Das wäre perfekt für ihn. Frau steht hinter der Theke und kocht und schneidet sich erstmal voll in den Finger rein. Schneidet sich nochmal voll in den Finger rein. Wenn du es nochmal machst, dann hast du gleich deinen Finger durch. Du hast gleich deinen Finger durch. Ich sag's ja nur. Okay, wenn du dich dabei jetzt schneidest, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ah ja, alles in ein... Ah. Erstmal schön im Ohr rumfummeln und dann mit der Hand rein. Ja, klar. Und jetzt willst du es noch grillen. Also dieser Salat schmeckt... Und nochmal ins Ohr. Wow. Und nochmal mit den Händen rein. Der Salat schmeckt bestimmt richtig gut. So richtig Schnorrschmalz drinne und dies und jenes. Und dann noch Blut von ihren Fingern. So, dann schnappst du dir ein Gericht. Und sie, soziale Energie. Spaß. Sie schaut Comedy-Kanal. Und da schaue ich einfach mal eine Runde mit. Einfach mitschauen. Haha, wie witzig. Boah, war das witzig. Also es geht ja. Ja, aber das war ja richtig gut. Oh, mein Handy brummt hier die ganze Zeit neben mir. Das ist ja schlimm gerade. Krieg ständig Nachrichten. Haha, witzig, 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 witzig. Ist das wieder was Neues? Ah, wahrscheinlich schauen sie gerade Nachrichten. Oh, Nachrichtenkanal. Oder so irgendwas. Ah, jetzt läuft wieder das. Na super. Das ist ja wieder Spannung hoch 10, wenn immer das gleiche im Fernsehen läuft. Aber so ist es im echten Leben ja auch. Irgendwann kommt eine neue Wiederholung. Und ganz ab und zu kommen dann auch nochmal neue Filme raus. Aber die sind dann auch nicht unbedingt die spannendsten. Ja, er stellt erstmal alles da schon hin. Und sie geht auch ins Bett, sonst kommt sie morgen früh nicht raus. Weil sie muss ja wahrscheinlich morgen früh um 9 Uhr anfangen. Das heißt 10 Stunden Schlaf. Naja, eigentlich 9. Weil ich denke mal, sie wird ja morgens nicht einfach so aufstehen und gleich zur Arbeit gehen. Zumindest mal eine Runde auf Toilette. Und naja, da auch Toilette kann sie mal. Eine Runde duschen könnte sie dann auch vielleicht nochmal. Nachdenkliche Dusche. Was braucht sie? Energie geladen. Dampfende Dusche, kokett. Energie. Dünn. So, und danach isst sie nochmal was. Und den schmeiße ich gerade mal raus. So, und hier, das räume ich auch mal weg, sonst gibt es hier noch Ärger. Weg damit. Das auch weg damit. Und er pennt noch, kann jetzt aber auch aufstehen. Und isst auch eine Runde. Hat sie jetzt eigentlich geduscht? Nö. Wieso auch? Achso, weil sie erst auf Toilette war. Naja, dann ist es halt so. Aber er... Was ist jetzt? Schmerzen haben wegen Training. Ja, würde ich sagen, er hat gestern zu viel trainiert. Das liegt wohl daran. Wieso brauche ich Level 2 der Charisma-Fähigkeit? Verstehe ich nicht. Brauche ich noch irgendwas? Glücklicherweise nicht. Aber die kriegt er schon irgendwie. Wie kriegt man die denn? Charisma? Kommen die da? In Konversationen sind Charisma-Fähigkeiten von großem Vorteil.
Ob es nun darum geht, Freundschaften zu schließen, andere zu umwerben oder Fremde zu besänftigen, der charismatische Sim weiß immer, wie er vorzugehen hat. Charisma kann am Spiegel oder bei Gesprächen mit anderen Sims ausgebildet werden. Wird diese Fähigkeit verbessert, werden neue Sozialaktionen und neue Social-Media-Interaktionen am Computer freigeschaltet. Das heißt, wir lassen ihn heute mal ein bisschen am Spiegel da drüben plappern. Nimmst du wohl dein Essen mit? Dim-dim. So, und er redet jetzt erstmal eine Runde. Und du müsstest langsam mal zu Ende essen. Sozial ist zwar auch nicht das Beste, aber trotzdem. Maria muss in circa eine Stunde zur Arbeit. Ach, ich dachte, die muss um 8 weg. Ach, naja, dann hat sie ja noch Zeit. Dann darf sie auch gleich nochmal eine Runde telefonieren. Plaudern, SMS schicken, plaudern mit. Liberty Lee, mit der Nachbarin. Aber als erstes muss sie ihren Gartensalat aufessen. Dann telefoniert sie schon. Ne, sie isst erst ihren Gartensalat auf. Und er redet mit sich selbst. Mit sich selbst. Hey je. Über was reden die denn jetzt? Muffins! Muffins! Ich will mitreden. Ja, was redet er die ganze Zeit im Hintergrund? Diese Tür regt ein bisschen auf. Können wir bestimmt auch wegmachen, aber dazu müsste ich wahrscheinlich das da. Das sieht aber da hinten so dumm aus. Und irgendwie gefällt mir diese Tapete nicht. Kann man sich ja um in der nächsten Folge drum kümmern, hier so ein... das Haus mal umgestalten. Ein bisschen freundlicher. Vielleicht hier einen neuen Boden. Weil hier der Boden, der sieht gar nicht schlecht aus. Und hier... ah... naja... geht. Und dann kann man eine neue Tapete reinmachen. Weil die hier gefällt mir irgendwie schon mal nicht und die... nein. Ja. Liegestütze machen. Vor allem, was macht sie dabei für Geräusche? Und jetzt muss sie ja eine Runde zur Arbeit gehen. Attacke! Ja, zumindest ist sie schick angezogen. So ist es ja nicht. So, und jetzt gucken wir ihm zu, wie er sich hier unterhält mit dem Spiegel und mit sich selbst. Dingster. Ups. Ein Stück zurück. Da. Jetzt schauen wir mal gespannt zu. Ich bin leider nicht so gut wie irgendeine andere Let's Player, die dann irgendwas dazu erfinden können. Oh, was hat er denn? Achso, ihm ist immer noch unwohl. Wegen Training. Die Muskeln tun weh. Nach dem Training. Ruh dich ein wenig aus. Was kann man denn mit dem anfangen? Achso, der muss ja. Reden. Und wir drücken mal auf die Tube hier, damit das ein bisschen schneller geht. So, und sie? Fleißig. So, Charisma-Fähigkeit 2. Und er schaut jetzt natürlich, welchen Kanal denn sonst? Sportkanal. Und wir schauen mal gespannt zu, was hier so Neues gibt beim Sport. Ah, es sieht so aus, als ob die Baseball spielen. Nächstes Fußball. Schlecht gehalten. Eiskunstlauf. Sie dreht und dreht und dreht und dreht und dreht. Was ein super Sprung, aber ganz schlecht getroffen. Schlecht. Wahrscheinlich habe ich jetzt alle voll gepustet bei euch. Was für zwei komische Moderatoren. Und jetzt spielt er auch noch ein Spiel, während er Sportkanal guckt. Ach, er spielt Blickblock. Hey je. Und die Fernsehsendung fängt von vorne an. Was eine geile Fernsehsendung. Und wie diese Fernsehsendung weitergeht, kann man sich auch überhaupt nicht denken. Das seht ihr dann morgen in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut und ciao.